Kaum zu glauben, 25 Jahre verheiratet, aber trotzdem kein Anspruch auf eine Witwenrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, nicht jeder Rechtsstreit, nicht jeder Streit vor Gericht endet immer glücklich für den Kläger oder für die Klägerin. Hier in unserem Fall vor dem Arbeitsgericht in Hamburg ist die ganze Sache für die Klägerin leider, ich muss wirklich sagen, leider in die Hose gegangen. Sie kämpfte vergebens um eine betriebliche Witwenrente, und zwar aus der Versicherung ihres Mannes. Und das, obwohl sie mit ihrem Mann, zu dessen 25 Jahre verheiratet war, bevor er dann leider verstorben ist. Der Antrag auf die Betriebswitwenrente wurde durch die Betriebsrentenstelle abgelehnt oder vom Arbeitgeber abgelehnt. Und zwar mit der Begründung, weil die Ehe zum Zeitpunkt des Ruhestandes des Ehegatten, also als der in Ruhestand gegangen ist, weniger als 5 Jahre gedauert hat. Ja, also zum Zeitpunkt, als er in Ruhestand gegangen ist, hat die Ehe weniger als 5 Jahre Bestand gehabt. Und zwar war es da so, dass die Ehe im Jahr 1996 geschlossen worden ist, ganz normal, die haben geheiratet, und der Ehegatte ist dann 3 Jahre später, 1998, 3 Jahre nach dieser Eheschließung, dann in den Ruhestand gegangen und hat aus seiner betrieblichen Altersversorgung Ansprüche gehabt und die hat er auch ausgezahlt bekommen. Ja, 25 Jahre nach der Eheschließung ist er dann verstorben, leider. Und die Witwe hat dann einen Antrag gestellt auf diese hinterbliebenen Versorgung, die der Arbeitgeber abgelehnt hat. Und die Witwe sagte dann aus ihrer Sicht möglicherweise auch zu Recht, sie fühlt sich diskriminiert. Es kann doch wohl nicht sein, dass die Regelung vor allem Frauen benachteiligt. Also diese Regelung, dass es einen Anspruch auf Hinterbliebenenrente nur dann gibt, wenn die Ehe mindestens 5 Jahre gedauert hat. Das sind Klauseln in den hinterbliebenen Versorgungen oder Versorgungswerken, die nicht unüblich sind, meine Damen und Herren. Im Betriebsrentenrecht ist das tatsächlich öfters so, dass man sowas dann auch liest. Ja, und sie werde natürlich auch noch aufgrund ihres Alters benachteiligt und hat dann eben Klage erhoben. Und sie stützt ihre Klage vor allen Dingen auf den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz oder Gleichbehandlungsgesetz und Diskriminierungsverbot der Europäischen Union. Ja, mit den sicherlich, sagen wir mal, interessanten Argumenten hatte sie aber bei dem Arbeitsgericht keine Chance, da das Arbeitsgericht in Hamburg hat zugunsten des Arbeitgebers entschieden. Es sah keinen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG oder Diskriminierungsverbot. Die Regelung der 5-Jahres-Grenze ist sachlich gerechtfertigt, um dem Arbeitgeber finanzielle Planungssicherheit zu geben. Hinterbliebenen Renten sind auch im Betriebsrentenbereich oft mit langen Zahlungsverpflichtungen verbunden. Es ist legitim, diese Risiken durch klare Vorgaben zu begrenzen. Oder sagen wir mal, diese 5-Jahres-Klausel ist auch keine Altersdiskriminierung. Laut Gericht diene diese Bestimmung einem legitimen Ziel der finanziellen Absicherung und Planbarkeit für den Arbeitgeber. Das Arbeitsgericht hat dann praktisch im Grunde genommen auch den Vorwurf der Geschlechterdiskriminierung, den die Klägerin erhoben hat, abgewiesen und hat gesagt, diese Mindestehedauer, also diese Klausel in dem entsprechenden Versorgungswerk, gilt ja für beide Geschlechter und nicht nur für Frauen. Oder die wird ja nicht nur zu Ungunsten von Frauen angewandt, sondern letzten Endes gilt die dann auch für Ehegatten. Ja, meine Damen und Herren, das Urteil zeigt eben, dass betriebliche Regelungen zur Altersversorgung und Hinterbliebenenrente rechtskonform sein können. Diese 5-Jahres-Klausel ist durch das Arbeitsgericht Hamburg tatsächlich für legitim erklärt worden. Das heißt also, alle diejenigen, die nicht länger als 5 Jahre verheiratet sind oder weniger als 5 Jahre verheiratet sind, haben grundsätzlich keinen Anspruch auf diese Hinterbliebenenversorgung. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts können Sie nachlesen unter dem Aktenzeichen 4 CA 313/22. Das Urteil ist gesprochen worden am 13. April 2023, also relativ frisches Urteil. Ja, meine Damen und Herren, so soll es gewesen sein von diesem Fall. Ganz interessant.
keine betriebshinterbliebenen Rente für eine Witwe, auch nach langer Ehedauer von 25 Jahren, weil zum Zeitpunkt des Beginns der Betriebsrentenversorgung, also der Rente für den verstorbenen Ehemann, die Ehe nur 3 Jahre, dass die Ehe zu diesem Zeitpunkt nur 3 Jahre lang gewesen ist. Also deshalb Ausschluss der Ansprüche oder der gestellten Ansprüche durch die Klägerin. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.